Sind Sie schon mal geblitzt worden? Ich glaube, so ziemlich jeder Autofahrer muss die Frage mit Ja beantworten. Mich hat es kürzlich auch erwischt in der 30er-Zone. Es ging noch glimpflich ab, aber naja, ist nun mal ärgerlich. Dann habe ich mich danach bei einem Kollegen erkundigt, von dem ich weiß, dass der da irgend so ein Warnsystem hat. Der hat eine App in seinem Handy installiert, die ihn vor Blitzern warnt. Denke ich, na super Sache, kann einem nie wieder was passieren. Nur leider so einfach ist es nicht, denn diese Apps sind streng genommen verboten. Nicht die App selber, sondern das betriebsbereite Mitführen eines Geräts mit einem Warnsystem, was einen vor Blitzern und Radaranlagen und so weiter warnt. Wenn Sie damit erwischt werden, droht Ihnen eine Geldbuße von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg. Das ist die traurige Wahrheit. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt bei dem Thema. Wenn man sich die Statistiken anschaut zu den Unfällen, dann zeigt eben jedes Jahr von Neuem, dass die Hauptursache für die tödlichen Unfälle überhöhte Geschwindigkeit ist. In Anbetracht dessen wirkt so eine Blitzer-App schon sehr zynisch, denn es macht wohl keinen Sinn, zwischen den Blitzern dann zu rasen und dann passieren schreckliche Unfälle. Das kann niemand wollen. Deswegen unser Tipp: Schauen Sie einfach, bevor Sie losfahren, kurz auf die App und schauen, ob es irgendwas gibt auf der Strecke. Und dann einfach am besten durchgehend so fährt, wie es vorgesehen ist, dann haben alle was davon.